Ah, schönes Auto. Moment. Hier diese Flasche da. Komm, komm, komm. Sehr gut. Mal sehen, vielleicht ist das aber auch getriggert, dass das Wasser steigt, also dass ich die Typen dafür erledigen muss. Das könnte auch sein. Ja, scheint getriggert zu sein. Also wenn ich die Typen nicht erledige, dann geht's auch nicht vorwärts. So, dich haben wir. Oh, die Musik ist gerade unglaublich laut. Ich hoffe, man hört mich noch. Wenn nicht, dann rede ich einfach ein bisschen lauter. Vielleicht habe ich mein Headset aber auch nur ein bisschen sehr laut eingestellt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was soll ich da denn machen? Da stehe ich irgendwie mittendrin und wo soll ich denn dann hin? Hinter mir welche, neben mir welche, wow, und keine Deckung in Sicht. Das ist so unepisch. Ja, genau, du Big Joe, komm hier ein bisschen rum, ja. Nein, 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 nein. So. Dich machen wir doch so mal platt hier. Mikropistole. Ich glaube, die Scheiße, weil die Paranoia ist wesentlich präziser. Und neben mir kommen sie, über mir, links, rechts, überall einfach. Ja, das ist doch... Das ist nicht so doll. Also die Typen gehen eigentlich leicht, wenn man relativ nah davor steht und dann halt wirklich in den Kopf trifft. Da muss man nur auch treffen und das schaffe ich ja nicht immer. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt. So, das hier scheint auch eine relativ angemessene Position zu sein. So, wiedersehen und dich noch dahin. Ah, alle Gegner sind weg, auf einmal steigt das Wasser ins Unermessliche. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, geil. Schiff geht unter, wir sind voll am Arsch. Geil ist das. Okay, da hinten können wir, glaube ich, raus. Guckt euch an, wie klasse das aussieht. Jetzt steht alles auf der Seite. Das ist doch... Das ist Hammer, wirklich. Ups, das wollte ich schon wieder nicht. Spannt das eigentlich immer noch? Nee, nicht mehr. Oh, das sieht wirklich so unglaublich realistisch auch, aus, auch wie das. Er schwankt jetzt nicht mehr so doll, weil wir schon so halb voll mit Wasser sind, also... Das gefällt mir richtig, richtig gut. So, da rennen wir doch gleich mal. Bisschen schneller hier. Au. Muss ich jetzt irgendwas machen? Okay, komm, 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 komm. 3, 3, 3. Okay.
Das ist nicht gut. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, hier durch. Okay. Da sind Luftblasen. Das heißt, hier ist ja wohl irgendwo noch Luft. Jawohl. Ach, und die Szene. So, lauf, 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 lauf. So, und weiter ging der Trailer nicht mehr. Das heißt, ab hier ist jetzt wieder alles so gut wie blind. Ihr seht's, es ist blind. Ich bin schon wieder am Arsch. Muss ich denn hier überhaupt drüber? Ach so, das Wasser ist zu stark und spült mich dann weg. Ich verstehe, ich verstehe. Dann muss ich mich hier wohl dranhängen und dann hier runter? Nö, auch nicht. Aber da drüben ist doch eine Leiter, wie es aussieht. Hm. Tipp. Aha. Das hätte ich auch gesehen, aber mit Tipp geht's schneller. Wir laufen an der Decke, an der Wand. Wir sind episch. Ich komme mir gerade irgendwie betrunken vor, weil wenn die Decke links ist und der Boden rechts, dann das verwirrt mich. Aber es ist so unendlich gut gemacht. Ah, es geht nach draußen. Das hört sich doch schon ganz gut an. Warum es sich gut anhört, weiß ich nicht. Oh, das ist so Hammer. Das ist so Hammer. Oh, ist das geil. Moment, was ist das? Ach, ist das der Raum, in dem wir gekämpft haben? Ach klar, und da oben ist das Glas und das ist irgendwie gesplittert, ja. Upsala. Muss ich mich fallen lassen? Ich glaube nicht. Okay. Los geht's. Oh Mist. Oh Mist, nein, nein, nein! Seit wir jetzt Fahrstuhl fahren, das ist doch. Ja, genau. Hier ist diese große Halle und Glas, ja. Das ist... Schlimmer geht's wohl nicht. Das ist ja wohl mal herrlich hier. Nein! Oh, geht doch. Moment, wo muss ich denn dran springen? Muss ich hier? Ah, ja. So, ich würde mal sagen, wenn da das Wasser durchkommt, dann sind wir aber ganz schön unter Wasser. Da steht uns doch das Wasser bis zum Hals. Ich immer um meine schlechten Wortspiele. Finde ich richtig peinlich hinterher immer. Gut, da hinten ist ein Gang, dann gehen wir doch da mal lang hier. Ist wie raus aus diesem Aquarium. Jarmut! Lars! Ich finde es ja so ein bisschen lächerlich irgendwie, dass die immer noch auf einen schießen und immer noch sauer auf einen sind. In so welchen Situationen? Oh nein, oh nein, oh nein. Kann sein, dass sie jetzt mittlerweile auf dem Kopf stehen. Hammer.
dich mal dran. Praktisch. Na, auch hier? Okay. Okay, ja. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist Sully... Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Oh, wir müssen los. Wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens 2 Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Aber wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich habe einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm springen müssen. Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon, okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du hättest das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß. Da. Okay, nimm. Mann, hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß, aber wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. So, Kapitel 16, nur eine Chance. Hey Nate, hier drüben. Vielleicht geht's durch das Gebäude. Gute Idee. Das wird so gehen. Ach, das wird auch eben eine schöne Szene. Okay, da runter. Mal so eine etwas ruhigere. Gefällt mir gut, weil sowas gab es im zweiten Teil meiner Meinung nach gar nicht. So richtig. Da gab es wirklich immer nur knallharte Action. Entweder wird die Story halt richtig vorangetrieben mit knallharten Sachen so in den Cutscenes. Und sowas Ruhiges, das gab selten. Bei Uncharted 2. Finde ich cool.